Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Was gibt es Neues bei Autohaus Huber in Nikolsdorf? Das ist unser neuer Fiesta. Das letzte Modell in der Ausstattung Titanium mit 125 PS. Das Auto gibt es ab 70 PS bis 200 PS. Kofferraum mit einem Ladevolumen von 291 Liter. Da geht schon relativ viel rein. Das ist das neue Infotainment-Display mit 8 Zoll. Mit Spurhalteassistent, App-Link, mobile Apps drauf. Da bei diesem Display kommt man unter die Einstellungen rein, wo ich die ganzen Grundsysteme drin habe, von Bluetooth, Telefon, Notrufassistenten, mobile Apps, Audio, Klangverstellen. Aber auch Kia ist bei Huber Nikolsdorf mit Neuheiten. So, das ist unser neuer EV6, das Flagship-Modell der Marke Kia im Elektrobereich. Gibt es in 7 verschiedenen Ausstattungslinien, hauptsächlich Airline und GT-Line. Vorteilhaft sind die elektrisch verstellbaren Sitze, Höhentiefen verstellbar. Das Modell gibt es auch im Allrad. Reichweite ist ca. 400 Kilometer. Dieses Auto hat tote Winkelassistenten auch, was natürlich sehr vorteilhaft ist beim Überholen und so weiter, beim Einparken. Praktisch ist der größere Kofferraum, was das Elektroauto natürlich hat. Das alles und noch mehr im Autohaus Huber, Nikolsdorf. Eine Probefahrt wird Sie überzeugen. Wohin die Wege uns auch führen. Unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, Gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. In der Unterliga Nordarg geht es in die 25. Spielrunde und da trifft der SC Paschlug auf den Tabellenelften auf Berneck. Paschlug ist 12. Im Herbst ist es nicht gut gelaufen für Paschlug. Da hat man keinen Sieg eingefahren. Aber im Frühjahr hat sich das geändert und Paschlug ist auch heute auf Sieg eingestellt. Für beide Teams geht es heute um viel da im Paschluger Birkenstadion. Vor dem Match wird noch die Paschluger Damenfußballmannschaft für den eingefahrenen Meistertitel geehrt. Peter Zlani vom Steirischen Fußballverband nimmt diese Ehrung vor und übergibt Meisterurkunde, Meisterteller und die Meistermedaillen. Ja, der Steher Philipp ist ja Trainer der Meistermannschaft der Paschlugdamen. Wie ist das Gefühl, wenn man den Meistertitel frisch einfängt? Ja, unglaublich. Wir haben die ganze Saison jetzt stark gekämpft. Wir haben viele Rückschläge gehabt, wir haben viele Verletzte gehabt. Aber wir haben alle gekämpft, haben uns nicht aufgegeben. Und die Mädels haben das einfach als Einheit, als Team, haben sie das jetzt bis zum Schluss fertig gespielt. Wir haben viele Doppelspiele gehabt, Nachtagsspiele, es war eine harte Zeit. Aber jetzt haben wir es schlussendlich Gott sei Dank geschafft. Die Anna Ebner hat für Paschlug maßgeblich zum Meistertitel beigetragen, und zwar mit 17 Toren. Wie ist so das Gefühl, 17 Tore hat man in der Meisterschaft gemacht. Das ist ja super. Ja, ich würde sagen, wir haben einen guten Zusammenhalt im Team. Von dem her ist es egal, wie viele Tore ich gemacht habe. Hauptsache, wir haben zusammen den Meistertitel erreicht. Und jetzt gibt es einfach nichts anderes mehr als feiern. Und wir sind eine super Truppe und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt den Meistertitel in der Oberliga erreicht haben. Und wir haben ewig drauf gewartet. Und von dem her, Gott sei Dank, haben wir es jetzt geschafft. Der Peter Slame ist auf allen Gassen unterwegs, auf allen Fußballplätzen. Heute machst du da die Meisterehrung der Paschlug-Damen, die Paschlug-Mädels, ein würdiger Meister. Ich glaube, jede Mannschaft, die am Ende vorne ist, hat das Jahr hindurch gut gespielt. Das war auch bei Paschlug. Die Meisterschaft war bis heute, vorletzte Runde, spannend. Aber ich glaube, sie haben verdient gewonnen. Und das letzte Spiel war auch ein super Spiel von beiden Mannschaften. Und es freut mich, dass ein Spiel auch die Zuschauer verdient hat
und ich gratuliere Paul Schluck und wünsche viel Erfolg in der Landesliga. Es ist immer ein schöner Moment, wenn man einen Meistertitel einfährt. Aber nun zum Match Paul Schluck gegen Berneck. Der ist halt leider so. Berneck im Blau-Weiß spielen da gleich mit dem ersten Angriff und mit der ersten Aktion und die endet mit einem Fehlschuss. Brosser Berneck setzt sich da gut in Szene. Lechner Berneck kommt da zu Schuss und trifft das gegnerische Tor nicht. Schön langsam findet auch Paul Schluck ins Spiel. Schmid im Gästetor pariert da, der Schuss zu zentral ausgefallen. Aber die Bernecker, die sind gefährlich, sind da gut drinnen im Spiel. Weiter geht's mit Berneck-Eckball und aus diesem Eckball entsteht das 0:1 für Berneck. Ein unnötiges Gegentor. Schiri David Sommer hat kein Problem mit dem Spiel bis jetzt. Der Raimund, das ist der vierte. Brauchst du nur die Gehwesten anschauen für die Kleinen? Das ist die größte. Da ist man nicht. Da hätte ich schon einen Mount aufgeschossen. Da können Sie oben. Tratsch im Paul Schluck-Tor spielt da gut mit. Out! Für Hörzer David Berneck gibt es den gelben Karton zwecks Leiberlzupf. Nun versucht es wieder Berneck und nach gutem Angriff da gelingt Kalb das 2:0 für die Gäste. Ein schön rausgespieltes Tor. Und dieses 2:0 ist auch der Pausenstand. Mein Name ist Julian Edlinger, ich bin 23 Jahre alt und seit 3 Jahren Schiedsrichter. Mit über 300 aktiven Kollegen sind wir die größte Fußballmannschaft der Steiermark. Wir würden uns freuen, wenn auch du Teil dieses Teams wirst. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Paul Schluck da mit einem Einwurf und mit einem guten Kopfball. Ich glaube, von Paul Schluck kommt jetzt mehr in Hälfte 2. Nein! Paul Schluck braucht dringend den Anschlusstreffer. Hatschitsch Berneck, ein guter Techniker. Nun setzt die Assigal-Truppe gute Akzente in Halbzeit 2. Ja, da wollten die Paul Schlucker einen Elfer, war aber nichts und für Kritik gibt's da Gelb. Berneck ist nicht ungefährlich, trifft da die Stange. Ja, und das Abschlussglück, das fehlt auch bei Paul Schluck. Aber es geht doch noch für Paul Schluck. Marco Reiter trifft mit Abfälscher zum 1:2 für Paul Schluck. Ausgleich!
Ja, die Heimischen agieren da vor dem Bernektor zu umständlich. Baschluck macht nun Druck und scheitert des Öfteren an Schmid im Gästetor. Baumgartner Baschluck lässt da diesen tollen Sitz aus. Und in der Endphase rettet Bernekta vor der Linie. Und das war's aber auch schon. Bernek gewinnt da in Baschluck im Birkenstadion mit 2:1 die Stimmen zum Match. Ja, was sagt der Marcel Schmid zu diesem 2:1 Sieg da in Baschluck? Ja, wir haben heute, wir sind in die Partie gegangen, weil wir das gewinnen wollten, für den Klassenerhalt. Nicht? Wir hätten einen Punkt, 3 Punkte oder weniger als wir 4:0 verlieren müssen. Aber so haben wir es geschafft und wir sind überglücklich, dass wir die Baschlurger weggehauen haben. Ja, und zweite Halbzeit hat aber Baschlurg schön angedruckt, aber im Abschluss war es ein bisschen mager. Ja, natürlich, das haben wir gewusst, dass die Baschlurger da auf seinem Platz richtig gut sind. Aber wir haben das gut wegverteidigt in der zweiten Halbzeit und ja, der Abschluss fehlt einer halt. Kann man sagen, aber die Tore, die Bernek geschossen hat, die waren ein bisschen glücklich. Naja, das erste Tor war ein wenig glücklich, aber muss man auch kennen. Das zweite Tor war richtig gut ausgespielt von Stelz Andreas und der Kalpi natürlich souverän eingenetzt. Und heute wird gefeiert? Natürlich, im Klassenerhalt feiern wir heute. Ja, was sagt der sportliche Leiter von Baschluck, der Marco Mitterböck, zu dieser Niederlage? Ja, ich glaube, diese Niederlage ist letztlich unglücklich ausgefallen aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Da haben wir sicherlich zugelegt. Erste Hälfte haben wir uns beschwert an dem Spiel gegen den Ball, dann die Abstände so gepasst, wobei wir auch in der ersten Hälfte gute Spielanteile gehabt haben. Generell in der zweiten Hälfte sicher eine Leistungssteigerung von der ganzen Mannschaft im Spiel gegen den Ball, aber auch im Spiel mit Ball. Zum Schluss natürlich große Chancen gehabt auf den Ausgleich, das ist leider nicht gelungen. War immer ein Bein dazwischen, auf der Linie geklärt. Also alles in allem hätte man sicherlich einen Punkt heute verdient. Aber nächste Woche in der Stanz muss man noch einmal auf einen Dreier gehen. So ist es. Wenn wir es wirklich in der eigenen Hand haben, und das haben wir derzeit, müssen wir in der Stanz nachlegen. Ich glaube, damit würden wir auch früher Saison noch krönen, wenn wir uns wirklich aus dem Tabellenkeller einmal rausgekämpft haben. Das haben wir uns erarbeitet, dass wir jetzt die Chance haben, eben aus eigener Hand den Klassenerhalt zu fixieren. Und das haben wir am nächsten Samstag in der Stanz gefordert. Danke. Sehr gerne.